Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder wann auch immer ihr dieses Video sehen mögt. Ich will heute Abend weggehen und habe mir gedacht, ich mache meine Frisur für heute Abend schon jetzt. Dann habe ich später weniger zu tun, wenn ich mich für den Abend vorbereiten möchte. Und wollte heute meine Haare hochstecken. Und weil diese Frisur sehr einfach ist und ich öfter danach gefragt wurde, wie man das denn macht, habe ich mir gedacht, ich mache doch einfach mal ein Video dazu. Ja, es ist nicht ohne Grund, dass ich hier aussehe wie die Frau von El Bundy. Ich glaube, die hieß Peggy. Ich habe vorher, jetzt gerade eben, meine Haare mit Got2Be Styling Puder vorbereitet, damit ich ein bisschen mehr Volumen habe. Und weil heute mein Haare nicht Waschtag ist, ich wasche mir alle 2 Tage die Haare. Und ja, weil heute mein nicht Waschtag ist, habe ich das Styling Puder verwendet, damit meine Haare heute Abend nicht mehr so fett, noch nicht so fettig aussehen. Und ich also noch ein bisschen Volumen dazu bekomme. Vor allen Dingen schön denn für meine Steckfrisur. Hochsteckfrisur. So, was machen wir? Wir werden heute mit ein paar Haarnadeln hantieren. Und ich habe hinter mir schon einen Spiegel installiert, damit ich halbwegs kontrollieren kann, was ich mache. Ich komme auch ohne diese Kamera aus. Jedoch ist es natürlich jetzt für diese Videoaufnahmen ganz praktisch für mich, wenn ich ungefähr kontrollieren kann, was ich mache. Wenn die Steckfrisur nicht auf Anhieb gut aussieht, dann könnt ihr das natürlich auch wieder auflösen und nochmal neu stecken. Bei mir funktioniert es meistens von Anfang an. Und manchmal brauche ich aber auch 2 Anläufe. Gut, dann legen wir also gleich los. Ich stelle nochmal kurz die Haarklammern vor. Und zwar, wir haben verschiedene. Ich habe 3erlei Sorten von Haarklammern, die ich verwende. Ich habe einmal so eine schmale Haarnadel, die habe ich aber ewig nicht mehr gesehen. Ich finde es sehr schade, dass die nicht mehr angeboten werden, weil die halten auch die Haare ein bisschen besser als diese ganz klassische Haarnadel, nämlich diese. Die verwende ich dann natürlich jetzt vor allen Dingen. Und dann benutze ich nach Bedarf auch diese Haarklemmen. So, also das sind unsere 3 Freunde für jetzt. Wie fange ich an? Ich nehme also diese Klemmen, die ich gerade vorgestellt habe, da hängt ein Haar dran, und fange damit also an. Ich mache am Anfang, hier oben teile ich mir die Haare ab und stecke die so zusammen mit den 2 Klemmen im Kreuz. Dadurch halten diese Klemmen auch besser und rutschen nicht raus, wenn ihr glatte Haare habt. Und normalerweise, wenn ich jetzt nicht gerade Stylingpuder verwende, ist es ein sehr gutes Mittel, um die Klemmen wirklich zu fixieren. Und normalerweise habe ich wirklich glatte Haare. So, also ich stecke hier oben am oberen Hinterkopf also die Klemme fest und mache dann also hier so ein Kreuz, damit ich also hier den Anfang habe. Sorge dafür, dass die Haare so ein bisschen im Volumen stehen und habe hier also mein Kreuz. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut sehen. Ich habe hier so einen kleinen Wirbel am Hinterkopf, deswegen sieht es da ein bisschen kahler aus an meinem Kopf. So, also das ist der Anfang. Dann geht es los. Ich nehme mir Stück für Stück von oben nach unten hindurchgehend immer eine Strähne Haare oder eine Abteilung Haare. Es muss nicht so genau sein, deswegen geht es auch relativ schnell. Und nehme von links oben, ich nehme jetzt mal die Klammer an den Mund, weil kann ich nicht mehr so gut reden wie sonst. So, nehme mir also ein Stück Haare von links oben, wurstel die so ein bisschen zusammen. Ihr müsst die auch nicht alle, wenn hier unten was raushängt, ist auch nicht so wild, der Rest wird alles festgesteckt. Dann nehme ich mir so eine normale Haarnadel, fahre von unten an diese Verwurstelung der Haare ran, schiebe das so ein bisschen rein und drehe das dann um, sodass ich die Nadel von oben reinschieben kann. Und das hält nämlich wunderbar fest. Und das mache ich dann Stück für Stück von oben nach unten. Auf die andere Seite, wieder Haarnadel im Mund. Dann Haare nehmen, wursteln, ungefähr so in Form bringen, wie ihr es haben wollt. Von unten rangehen, so ein Stückchen reinschieben und dann nach unten drehen. Also wenn ihr sie weniger verwurstelt und dann so dreht, dann entstehen hier immer so eine kleine Einzwirbelung. So, dann mache ich links unten weiter. Ich versuche mal links oben, rechts oben, dann vielleicht dann eine Etage tiefer, links, Mitte, rechts. Also wenn ihr kleinere Strähnen nehmt, dann sitzt die Frisur auch fester. Und generell könnt ihr das auch für relativ kurze Haare machen. Also eine Freundin von mir findet das leichter, wenn ihre Haare nicht so lang sind. Die macht auch so eine Frisur. So, und dann mache ich mit Mitte, sag ich jetzt mal hier so. Ich mache das jedes Mal anders und das geht auch relativ fix. Also wenn ihr 5 Minuten habt,
Und ich werde ein bisschen geübt, dann funktioniert das allemal. So, vorne rechts. Stück die so ein bisschen zusammen. Von unten ran, ein bisschen reinstecken und von oben rein. So, und dann unten links. Haarnadel. Für kleinere Strähnen und glatte Haare finde ich eigentlich diese schmale Haarnadel besser. Von unten ran, reinstecken ein bisschen und dann umdrehen und von oben einmal feststecken. Und dann rechts unten. Wenn ihr so Strähnen habt, die so rausschauen, das ist wunderbar für die Frisur, das passt sehr gut zum Look. Und rechts unten von unten reinstecken, ein bisschen reinschieben, umdrehen und feststecken. So, damit ist die Frisur an und für sich fertig. Was manchmal passiert, vor allen Dingen bei längeren Haaren, dass so einige Strähnen raushängen, das macht gar nichts. Dann nehme ich mir so eine Haarklemme, mache mir so einen kleinen Loop, eine kleine Verwirbelung und stecke das dann auch fest. Oder ich nehme auch eine richtige Haarnadel, um das dann so festzustecken. So passt mir das ganz gut. Muss ich noch ein bisschen kontrollieren, wie das von vorne aussieht. Manchmal steht das hier oben ein bisschen komisch hoch, dann ziehe ich das noch ein bisschen in Form. Das ist auch eine Frisur, wo ihr nicht unbedingt Tonnen von Haarspray anwenden müsst. Was ich ganz praktisch finde, natürlich fixiert das sich besser. Oder es ist besser fixiert, wenn ihr Haarspray verwendet. Jedoch muss das nicht unbedingt sein. Also ihr könnt einfach auch immer ein paar Haarnadeln dabei haben und zack, zack, euch schnell die Haare hochstecken. Und dann passt das Ganze schon. So, dann wäre ich also fertig. Ich könnte jetzt hier noch ein paar Strähnen mehr rausziehen, meinen Pony richten, so dass es so ausschaut, wie ich das möchte. Im Großen und Ganzen bin ich aber schon mit der Frisur fertig. Und das war's. Also ich würde fast sagen, in weniger als 5 Minuten eine schicke Hochsteckfrisur für den Abend. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Und auch wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!